Sergio Diaz. Hallo. Okay, hallo. Hier habe ich gerade Lou Richter. Ich bin der Sportexperte Alessio. Und hattest du schon mal die Situation, dass du deinen Interviewpartner nicht mochtest? Und was hast du dagegen getan? Sehr schöne Idee. Ja, passiert natürlich gelegentlich, ne? Also man muss ab und zu mit Menschen sprechen, von denen man sich denkt, boah, guck dich mal im Spiegel an, was du für ein Sack bist. Das passiert einfach. Nicht alle Menschen mag man, ist nun mal so. Aber der Beruf sagt halt, sprich mit dem. Und dann spricht man mit dem und hat ja auch ein Interesse im Gespräch, jetzt fernab von der Person. Also der hat ja irgendwas gemacht, der hat ja gut oder schlecht gespielt, der hat gewonnen oder verloren. Und da gibt's dann ja Dinge, über die man mit dem reden kann. Und das muss man dann eben zur Seite packen. Unangenehm ist es, wenn der einen dann auch noch anmacht, ne, im Sinne von, was ist das denn für eine Frage? Ja, und dann sagst du, ja, das war eine ganz normale, ne? Also darauf dann zu reagieren, sich nicht provozieren zu lassen, weil oft wollen Menschen auch vielleicht gerade nach einem Spiel, wenn sie erregt sind, nicht mit dir sprechen, müssen es aber tun, aus welchen Gründen auch immer, weil sie gerade in dem Spiel besonders waren. Ja, und dann stehen die bei dir und wollen aber nicht mit dir reden und zeigen dir das unter Umständen auch. Dann eben ruhig zu bleiben und einfach professionell, so wie du es gelernt hast, das zu machen, weswegen sie dich dahin geschickt haben. Das ist manchmal eine Herausforderung, aber es dauert ja alles immer nicht so lange. Und wie gesagt, kurz danach ist auch schon wieder vergessen. Welche ist deine Lieblingssportart und warum? Ich habe besser Basketball gespielt als Fußball, aber Fußball ist meine Lieblingssportart am Ende dann doch, weil Fußball ist einfach noch unberechenbarer als das ganze Leben sowieso schon. Das ist einfach herrlich, ne? Weil es sind so wenig Ereignisse, die beim Fußball für die Entscheidung sorgen, sodass jederzeit das Entscheidende passieren kann, ne? Und beim Fußball ist es einfach möglich, dass eine schlechte Mannschaft an einem guten Tag eine sehr gute Mannschaft an einem schlechten Tag schlägt. Das wird beim Basketball selten passieren, ne? Und Fußball ist für mich die größte Sportart, knapp gefolgt von Basketball. Du hast ja in der Regionalligamannschaft in Göttingen gespielt. Warum hast du aufgehört? Der Aufwand war für den Erfolg dann irgendwann zu groß. Also ich musste dann, habe studiert und habe dann fünfmal in der Woche oder viermal in der Woche trainiert und am Wochenende ein Spiel. Und ich war einfach auch nicht gut genug. Also ich war zu schlecht für die zweite Liga. Ich habe in der Regionalliga also auch keinen guten Basketball gespielt, ehrlich gesagt. Also ich war mehr so der Mann fürs Grobe, ne? Die hatten immer schon die meisten anderen Mannschaften, das waren dann so Cuxhaven, Bremerhaven, Hohenweststedt, Westerstede und so. Die hatten dann alle immer schon Amerikaner, die nicht gut genug waren für die Bundesliga, aber die sich empfehlen wollten, wenigstens für die zweite Liga. Und die spielten in der Regionalliga und machten alle immer 40 Punkte. Die waren alle super. Und meine Aufgabe war es damals, den Amerikanern den Spaß zu nehmen. Also ich habe dann immer die gekniffen und angehaucht und dummes Zeug geredet und so. Und wenn die dann nur 20 Punkte gemacht haben, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Ich brauchte immer 5 Fouls. Ich habe nie ein Spiel zu Ende erlebt. Ich habe immer 5 Fouls gehabt und war ein destruktiver Typ eigentlich in diesem Spiel. Und das machte mir irgendwann dann nicht mehr so richtig Spaß. Und warum bist du Sportmoderator geworden? Weil ich immer schon Sport geliebt habe. Also es gibt so 2 große Leidenschaften in meinem Leben, das ist Musik und das ist Sport. Ich habe selber Hockey und Fußball und Basketball im Verein gespielt und habe ganz unterschiedliche Sachen ausprobiert und dann aber festgestellt, ich bin zu schlecht, um das beruflich zu machen. Ne? Ich konnte einfach nicht Fußballprofi werden, ich wäre es gerne, aber es reichte nicht. Ich war zu schlecht. Und dann habe ich mich aber immer weiter für Fußball und für Basketball interessiert. Und bin dann irgendwann beim Radio mal gefragt worden, ob ich zu einem Fußballspiel gehen will und darüber berichten will und Interviews machen will. Und da dachte ich mir, ist doch super, weil zu dem Spiel würde ich sowieso gehen. Und wenn ich jetzt auch noch Geld dafür kriege, ja, irre. Ja, und so kam es dann, eins zum anderen. Du hast ja auch ein Buch namens Trostbuch ausgebracht. Warum? Ja, warum? Das ist echt eine gute Frage. Nee, ach, das hat sich so ergeben. Ein Freund von mir haben wir irgendwann zusammengesessen und haben überlegt, dass es ja im Leben von jedem Menschen so viele Träume gibt, die nicht unbedingt in Erfüllung gehen. Ne? Also, was weiß ich, du kannst ja alle Träume noch erfüllen, aber ich werde kein Bundesliga-Profi mehr, ich gewinne keinen Oscar mehr, ich werde nicht Nobelpreisträger und Bundeskanzler und was weiß ich, was es alles so für Träume gibt. Und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir diese Träume einfach so madig, dass jeder, der seinen Traum nicht mehr erreichen kann, sich sagt, ach, ist ganz gut so, dass ich das nicht geschafft habe. Also im Grunde in dem Buch spenden wir Trost, dass ein Traum
Bundesliga, Profi, Boxweltmeister, Formel-1-Weltmeister, nicht in Erfüllung gegangen ist. Welche Ziele hast du eigentlich für deine Zukunft? Ganz unterschiedliche Sachen. Also ich würde gerne im Fußballbereich noch eine bestimmte Sendung machen. Die gibt's noch gar nicht, aber die habe ich so im Kopf. Also ich habe eine Idee für eine Fußballsendung. Mal gucken, ob sich das noch machen lässt. Dann will ich gerne noch ein bisschen im Musikbereich was machen. Also ich habe mit meinem Freund zusammen zum Beispiel jetzt eine Kinderlieder-CD gemacht, die wir jetzt demnächst rausbringen. Dann möchte ich gerne noch ein anderes Buchprojekt zu Ende bringen. Also ich habe 1000 Sachen auf dem Zettel und der Tag hat 24 Stunden. Ich könnte aber 28 gebrauchen. Okay. Und bin faul, das ist das Schlimme. Weißt du, und das Schlimme daran ist, ich habe ganz viel vor, aber ich bin faul. Und das macht es echt schwer. Dann habe ich noch was vorbereitet. Ja. Das Sportexperten-Lachduell. Also, fang mal an. Also wir gucken uns gegenseitig ins Gesicht. Und wer zuerst lacht, hat verloren. Das ist zwar jetzt sehr schwer, aber ja. Gut. Auf die Plätze.